Hallo, meine Lieben. Ja, ihr seht wieder ein Paket von Stampin' Up. Und zwar ist heute meine Bestellung aus dem Herbst-Winter-Katalog gekommen. Ich habe ein bisschen vorbestellt, aber ja, das hat sich so ein bisschen schon fast überschnitten mit dem, wo man offiziell also bestellen konnte. Deswegen, ja, ist es keine wirkliche Vorbestellung. So, ich zeige euch mal, was ich alles bestellt habe. Ich mache das jetzt, glaube ich, so. Ich packe das Kartönchen einmal aus. Und wenn ich alles sortiert habe, dann zeige ich euch, was ich bestellt habe. Ja, ihr Lieben, ich fange mal an mit nicht ganz so spektakulären Sachen, für mich zumindest. Das hier sind Donut-Schachteln. Da sind 8 Stück drin. Die sind relativ leicht zusammenzubasteln. Und die sind eben super schön, um eben mal schnell ein Geschenk fertig zu machen. Die sind in Weiß, man kann die aber auch noch bemalen oder mit zum Beispiel diesen hier. Die habe ich mir jetzt auch mitbestellt. Und zwar sind das die Stampin' Spritzer. Und die kann man auffüllen mit verschiedenen Farben oder Glitzer oder wie auch immer. Kann sich da selber eben was zusammenmischen. Und dann kann man das eben hier schön aufspritzen. Und da kann man dann zum Beispiel so einen schönen Hintergrund mitgestalten oder ja, ganz viele andere Sachen. Da sind 2 Stück drin. Die habe ich mir jetzt einmal mitbestellt. Dann, wie gesagt, diese Donutschachteln. Es geht mal weiter mit Papier. Und zwar habe ich mir einmal das Papier hier bestellt. Und das ist passend zu diesem Set hier. Das ist nämlich der Farbkarton-Set wie verhext. A4. Und ich mache mal gerade kurz auf, dann seht ihr mal. Das sind halt jetzt alles so die Farben, die ganz gut auch zu Halloween und so passen. Also hier haben wir einmal schwarz, dann haben wir hier so ein lila und orange und grün. Ich nehme an, dass das das Apfelgrün ist. Das hier könnte ich mir vorstellen, dass das das Mango-Gelb ist. Bei dem Lila ist es wahrscheinlich das Amethyst. Ja, und schwarz eben schwarz. Aber ganz genau weiß ich das nicht mit den Farben. Ich nehme es einfach nur an, dass das die sind. So, und dann habe ich hier noch einmal Farbkarton, Hüttenromantik. Und auch das mache ich einmal auf. Und das habe ich mir bestellt, weil ich finde, dass die Farben super, super zu Weihnachten jetzt passen. Und da haben wir hier einmal so ein ja, so einen hellen Beige-Ton. Dann habe ich hier Moosgrün, wird das sein, oder Waldgrün. Ich weiß es nicht genau, entweder Waldgrün oder Waldmoos. Waldmoos heißt es, glaube ich, genau. Und das hier könnte ich mir vorstellen, ist dieses Merlot-Rot, aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber diese 3 Farben passen für mich auf jeden Fall super zu Weihnachten. Und deswegen habe ich mir die auf jeden Fall nochmal mitbestellt. So, was ich mir auch noch bestellt habe, ist dieses hier. Und zwar kommt es nicht raus, weil es hier hinten festklebt. Schwupp, so, jetzt aber. Das ist hier diese Folie. Metallic Folienpapier in Schwarz. Ja, und da werde ich dann zum Beispiel so Spinnengewebe oder so ausstanzen. Das habe ich auch mehr zu diesem Set mir hier dazu gedacht. So, packe ich die Sachen einmal schon mal ab. So, dann habe ich mir eine Handstanze mal wieder mitbestellt. Und zwar ist das die klassisches Etikett. Und die passt halt zu ganz vielen Sprüchen. Und ja, man hat das halt ganz oft, dass man so einen schmalen Spruch einfach nur hat. Und da passt die eben super. Und deswegen kam die diesmal mit. So, hier mache ich einmal kurz auf. So, und das ist das neueste Set, das neueste Werkzeug, was wir jetzt von Stampin' Up haben. Und ich habe es in dem Herbst-Winter-Katalog total übersehen. Auch als ich euch den Katalog gezeigt habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Und im Nachhinein fiel es mir aber auf. Und als ich das Ding gesehen habe, da ging es nicht anders, da musste ich das sofort bestellen. Und zwar hat man hier verschiedene Werkzeuge. Also hier ist einmal so ein flaches Teil. Ich zeige euch jetzt erstmal nur die Werkzeuge. So, man dreht es hier rum und dann ist es auf. Und dann hat man hier so eine Spitze.
Zack, dann ist es wieder zu. Also das ist auch echt ganz schön spitz. Und dann hat man hier noch so einen Teil zum Austauschen. Und ihr habt hier zwei verschiedene Kugelgelenke, also Falztools sozusagen, mit denen ihr dann noch falzen könnt. So, und ich werde das auch gleich austauschen, weil das werde ich wahrscheinlich eher benutzen als das andere. Und auf der anderen Seite, und das ist richtig cool, da haben wir, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie man das hier alles zusammenbastelt. Das muss man hier anscheinend so reinschrauben. Ja, es ist gerade erst bei mir angekommen. Ich habe es selber noch nicht probiert. Ah ja, da sehe ich es schon. Da habe ich schon vielleicht zu viel geschraubt. Und zwar kommt hier jetzt so eine etwas klebrige Masse raus. Vielleicht seht ihr das hier. Ich hoffe, dass ihr das seht. So eine grüne. Und damit kann man eben alle möglichen Sachen aufheben, wie zum Beispiel jetzt so kleine Perlen oder so. Das ist jetzt natürlich zu schwer. Das hält nicht. Aber wenn man jetzt so kleine Perlen hat oder irgendwas, dann kann man das damit aufheben. Und wenn das hier vorne irgendwann nicht mehr klebt, dann macht man es ab und dreht eben ein bisschen weiter rein und dann kommt wieder ein bisschen mehr raus und dann klebt es wieder. Genau, so, dieses Werkzeug. Ja, als ich das dann entdeckt habe, musste ich mir das unbedingt mitbestellen. So. Upsi. So, und dieses Teil hier, da liebäugel ich auch schon sehr lange mit und habe mir ganz oft gesagt, ach, beim nächsten Mal bestellst du sie mit und dann war immer was anderes wichtiger. Aber dieses Mal habe ich sie mitbestellt und zwar ist das unsere Bürste. Wenn ich jetzt irgendwelche ganz feinen Sachen, was ich öfter habe, ausstanzen möchte, ist es doch immer lästig, diese feinen Sachen dann mit einem Werkzeug rauszumachen, rauszupieksen. Und hier habe ich jetzt mir diese Bürste gekauft, wo ich dann einfach drüber rollen kann. Und dann kommen eben diese feinen, filigranen Sachen, gehen dann raus. Hier sind zwei Schwämme mit dabei und eben das Tool. Ich packe das hier erstmal noch wieder rein. Das sortiere ich mir nachher alles weg. Ja, wie gesagt, da habe ich ganz lange schon mit geliebäugelt, aber jetzt habe ich sie endlich. Werde ich auch nachher gleich mal ausprobieren. Ich möchte nämlich nachher noch eine Karte basteln und habe da nämlich schon heute überlegt, ob ich die mache. Und dann dachte ich, ach nee, du hast die Bürste noch nicht und da sind so viele feine Sachen, dann machst du das lieber später. So, dann habe ich mir noch einen Acrylblock bestellt. Jetzt will er nicht raus, da kommt er. Und zwar der E-Block. Der ist ein bisschen größer. Ja, der E-Block, ne? Ist ein bisschen größer und liegt immer noch super in der Hand. Und dann kann man eben auch mal ein bisschen größeres Motiv, zum Beispiel dieses hier. Hatte ich jetzt die ganze Zeit, also ich habe die letzten Tage ziemlich viel mit diesem Set hier gearbeitet. Und für den D-Stempelblock ist es leider einfach zu groß. Da passt es mir nicht drauf, egal wie rum ich es lege, ich kriege es nicht hin. Und deswegen habe ich mir den jetzt nochmal eine Nummer größer bestellt. Wobei ich sagen muss, seitdem ich meinen Stemperatus habe, stempel ich fast nur noch damit. Also eigentlich brauche ich die Blöcke schon fast gar nicht mehr, aber ab und an benutzt man sie eben doch. Und man hat ja nicht immer Bock, den rauszusuchen und deswegen oder vorzukramen. Dann geht es eben manchmal schneller, wenn man einfach mal schnell so einen Block hier in der Hand hat. Und da ich meine Stempelblöcke ja alle hier am Schreibtisch direkt vor meiner Nase habe, funktioniert das immer gut. So, dann hatte ich mir die Dimensionals Minis einmal mitbestellt. Ich habe mir diese Matte hier bestellt und das war ein Versehen. Die wollte ich gar nicht bestellen. Ich wollte eigentlich die Gummimatte bestellen, wo man drauf kleben kann und habe versehentlich die hier bestellt. Ich habe diese nämlich schon. Die legt man drunter, wenn man stempeln möchte. Das funktioniert auch super, weil die ist so ein bisschen aus so einem harten Schaumstoff. Und wenn man das drunter legt, unter das Papier und dann darauf stempelt, hat man einen viel schöneren Abdruck. Ich werde sie nicht brauchen, deswegen werde ich sie mit in mein Wanderpaket packen.
was ja jetzt noch ansteht. Und es haben sich übrigens bisher nur 3 Leute gemeldet und von einer Person fehlt mir noch die Adresse. Ich hatte dir schon geschrieben, dass du mir bitte die Adresse nochmal schicken sollst. Hattest du aber noch nicht gemacht. Eine kleine Erinnerung hier. Also falls ihr noch Lust habt, macht mit. Meldet euch, schreibt mir eine E-Mail. Dann könnt ihr beim Wanderpaket dabei sein. So, dann komme ich mal zu meinen Stempelsets, die für mich ja immer das Schönste sind. Also ich liebe ja Stempel und für mich sind die Stempel immer das Beste an der Bestellung. Hier habe ich einmal ein Set etwas christlich angehaucht mit ein paar christlichen Sprüchen. Ja, ihr wisst ja, dass ich in eine Gemeinde gehe und viele christliche Freunde habe und deswegen kann ich das super gut gebrauchen. Und kann jetzt anfangen, für die alle Weihnachtskarten zu basteln. Genauso wie dieser hier ist eben auch ein christliches Set. Einmal Gottes Licht und einmal Engel auf Erden. Finde ich beides sehr, sehr schön. So, dann habe ich mir ein Set bestellt, was man nur für Gastgeber Boni quasi bekommt. Also wenn ihr ab einem Bestellwert von 200 Euro bestellt, dann dürft ihr euch ja so ein Dankeschön von 10% aussuchen. Und dieses Set ist eines davon. Und zwar ist da so ein Damenunterkörper und obenrum dann so Sachen mit herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag, ein Grund zum Feiern, du fehlst mir und verschiedene Sachen, Gratulation zum Abschluss. Und dann hat sie entweder so ein Schild in der Hand oder Pakete mit Geschenken, Torte oder Ballons. Und man kann auch das Design des Rocks austauschen. Also sie kann auch unterschiedliche Röcke anziehen. Das finde ich richtig cool, das Set. Das habe ich auch schon länger mit geliebäugelt. Und heute kam es dann endlich mit. So, noch ein Set. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum ich das bestellt habe. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwie vertan, dass ich das aus Versehen bestellt habe und ich wollte eigentlich was anderes bestellen, weil ehrlich gesagt ist das eigentlich gar nicht mein Ding hier, dieses Gartenzauber. Und auch die Sprüche, das sind alles Sachen, die ich so ähnlich schon habe. Also da ist mir irgendein Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Set bestellt habe. Ich habe aber in meiner Bestellung nochmal nachgeguckt und ich habe es tatsächlich bestellt. Und zu diesem Set gibt es auch noch ein Framelit-Set. Also das war dann halt so ein Komplett-Set. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich, warum ich es bestellt habe. Nämlich doch voll mein Ding. Im Katalog. Eine Sekunde. So, ich habe es einmal rausgesucht und zwar ist es dieses Set hier, Katalogseite 20 im Jahreshauptkatalog. Und zwar hatte ich diese Sachen hier oben gesehen und habe gedacht, boah, sind die schön. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, wenn du das jetzt schon bestellst, dann bestell dir auch gleich das komplette Set, weil was soll das jetzt nur die Framelits zu bestellen? Quatsch. Und habe deswegen das komplette Set bestellt. Und das ist dann dieses Wäldchen und damit kann man eben diese wunderschönen Sachen hier oben machen. Ja, und einfach so als Kärtchen an irgendein Geschenk mit dranhängen oder so, finde ich mega schön. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Genau, hatte doch einen Grund. Ich musste nur die Framelits einmal sehen, dann wusste ich es wieder. So, das mache ich aber wie immer. Die Framelits kommen hier mit rein. Es sind Gummistempel, die werde ich mir später vorbereiten. Und ich mache das immer so, dass ich mir hier, kriegt ihr gleich noch einen Quick-Tipp, und zwar finde ich, wenn man diese Teile hier aufklebt, hinten auf die Stempel, sieht man auch nicht sehr viel besser, wie man stempelt. Und man hat das Problem, dass das hier hinten nicht so toll klebt, wenn diese Kleber drauf sind. Also die halten nicht so gut an den Stempelblöcken. Deswegen mache ich das immer so, dass ich mir die hier in meine Hülle reinklebe. Und zwar genau so, wie ich sie mir dann später auch hier reinlege. Also ich stanze die dann, ich zeige euch das einfach mal. Ich stanze die jetzt hier so raus. Mache hinten natürlich diese kleine Schutzfolie, die mache ich ab. Und klebe mir das jetzt hier hinein. Und dann nehme ich mir diesen Kleber hier, wenn ich ihn dann rausbekomme. Zack. So. Und klebt den mir, Schwuppi, komm, zack, ich hoffe, ihr seht das, weil ich die Kameraeinstellung in letzter Zeit immer so klein mache, klebt mir das hier
dann auch so hin, wie ich es dann auch da habe. Wobei mir gerade einfällt, nee, passt schon, genau. Ich habe gerade überlegt, ich könnte es ja auch hier drauf kleben, aber ist Quatsch. Dann klebe ich es mir hier so rein und dann weiß ich immer, da und da ist der Stempel. Also irgendwie habe ich mir das so, keine Ahnung, so zurechtgelegt. So mache ich das halt immer. Genau, und das werde ich nachher dann auch ganz in Ruhe machen. Dann werde ich mir das alles einkleben. So, und ja, hier die Framelits, wisst ihr ja, ich packe die immer dazu, damit ich immer alles in einem Set habe. So, Katalog darf wieder weg. Ja, und wir kommen auch schon zu meinem letzten, was ich mir heute bestellt habe. Und ihr konntet es wahrscheinlich ahnen, dass es dieses Set sein wird. Ganz einfach, weil ich schon in dem Herbst-Winter-Katalog, als ich den euch gezeigt habe, davon geschwärmt habe. Ja, und das ist ja wieder so ein doppeltes Set. Also einmal die Stempel, die ich mega, mega süß und total lustig finde. Und dazu eben dann auch das passende Framelit-Set. Dieses welches, wo man dann eben die Sachen auch schön ausstanzen kann. Ja, und auch das wandert bei mir hier gleich wieder mit hinein. Und ja, ich freue mich schon total, mit diesem Set hier rumzubasteln. Und ich bin sowieso in den letzten Tagen so ein bisschen im Kartenfieber, bin im Kartenbasteln. Und zwar ja für unsere Gemeinde, für unser Gemeindegebäude. Da habe ich mir was gebastelt und das möchte ich oben hinstellen. Da möchte ich ein paar Karten hinpacken, dass sich die Leute da ein paar Karten nehmen können für Weihnachten und so weiter. Genau, und das habe ich halt jetzt dafür unbedingt noch benötigt. Also darauf habe ich auf jeden Fall schon gewartet, damit ich eben besonders mit diesen Sachen hier dann eben ja, da noch ein paar Weihnachtskarten mit basteln kann. Ja, ihr Lieben, das war's dann mit meinem Einkauf für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude an dem Video und ich sag bis bald, macht's gut.